Ich als Künstlerin musste hierher kommen in diesem Jahr. Ich hatte letztes Jahr in Frankfurt eine sehr große Soloshow. Und jetzt die Situation zu erleben im Kontrast zu anderen internationalen Kollegen hier in der Halle, in der Unlimited Art Situation, das ist natürlich ein Spannungsfeld, das sich für mich aufbaut zwischen meinen eigenen Arbeiten. So untersuche ich sehr wohl, wie andere Positionen anderer Kollegen sich an öffentlichen Plätzen, verdichteten Plätzen wie hier in Basel darstellen. Und das ist für mich doch eine große Herausforderung, sowas nun auch zu sehen, zu untersuchen, den Zeitgeist, die zeitgenössische Haltung, den Spiegel, der sich darin ergibt, im Verhältnis zu den Ansprüchen, die ich selbst stelle an mich, um die Botschaft an die Welt zu geben.